Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Kaffee-Owner-Simulator, der gar kein Kaffee-Owner-Simulator ist, sondern ein Restaurant-Besitzer-Simulator. Oh, so früh morgens, um 4 Uhr. Um knapp 5 Uhr morgens. Kalt. Platze ich draußen zwei Toiletten. Uiuiui, ist das kalt. Die machen wir mal nach da hinten. Schandflecke. Ja, mal nebeneinander. So. Eröffnen Sie das Geschäft und bedienen Sie 5 Kunden. Morgens um 5. Wir hauen den Laden an. So, seid ihr soweit? Seid ihr bereit? Kühlkammer ist voll geladen. Alles da. Wir öffnen. Der Ort ist geöffnet. Sie haben ein Lokal eröffnet. Um die Ausrüstung zu bewegen, neue Mitarbeiter einzustellen, müssen Sie die Einrichtung schließen und alle aktuellen Aufträge füllen. Dann können Sie alles tun, was Sie brauchen. Oh, Leute, es geht los. In Ihrer Einrichtung befindet sich ein grüner Mülleimer. Manchmal werfen Besucher dort Müll hinein, wenn der Mülleimer voll ist, fällt der Müll raus. Okay. Manchmal können Besucher Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen. Um es sauber zu halten, kaufen Sie einen Mob in einem Werkzeugladen. Neue Bestellung. Pizza Country. Sie können sich viele Bestellungen zu 7 zur selben Zeit aufnehmen, wie Sie Küchenarbeitsplatten und Arbeiter haben. Was macht die Katze da? Für Anfänger schließe und leere die Niederlassung. Hä? Ja. Hallo? Macht mal die Bestellung. Ich kapiere es nicht. Pizza Country. Ach. Pizza Pepperoni. Ach, jetzt machen sie. Okay, ich muss das hier eingeben. Ah, sie haben Platz gefunden? Ja, wunderbar. Tut mir leid, ich bin ganz neu in dem Beruf. Schicke Haare. Auch die gleichen schicken Haare. Oh, I. Sie haben da ein bisschen Dreck gemacht. Was? Fertig? Nein. Guten Tag. Eine Pizza Carbonara. Und mehr Aufträge auf einmal, mehr Küchentische. Ein Moment, manchmal weht der Wind Blätter und Müll Richtung des Cafés. Achten Sie darauf, sich ab und zu in der Gegend umzusehen und aufzuräumen. Jawohl. Pizza Pepperoni. Take. Ein Moment. Wer hatte die Pepperoni? Hier. Nein? Hier. Eine Errungenschaft wurde erreicht. So. Pizza Carbonara. Einmal Pizza Carbonara. Pizza Pepperoni. Bitteschön. Es gibt keinen Platz für einen Gast. Oh no, he's leaving. Oh, der wartet noch drauf. Wie kein Platz. Die Wertung ist so, ist der wichtigste Indikator. Und mir wird schon Form von Sternen angezeigt. Je mehr Sterne, desto. Ja, gut, ich weiß. Oh, die ist weg. Trinkgeld. Die Tische sind falsch rum.
Müll, Trinkgeld. Er wartet noch. Sie wartet noch. Leute, was los? Jetzt. Einen Moment. Bin sofort da. Schön. Ja, guten Tag. Eine Pizza Carbonara kommt sofort. Bam, 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 bam. Carbonara. 21, bitte. Gut. Wo ist der? Ach, der steht im Kühlschrank. Gut. Der ist noch am Essen. Ich hätte die Tische vielleicht umdrehen sollen. Dann wäre die Karte auch richtig rum. Dazu muss ich die Einrichtung schließen. Und ich habe Blätter vor dem Haus. Keine fertigen Bestellungen. Ich gehe kurz Blätter fegen. Okay, sie ist weg. Guten Tag, einmal Pizza Carbonara. Da ist was fertig. Hey, die Pizzas sehen immer alle gleich aus, oder wie? Da ist noch Müll. Die wartet auch noch auf die Pizza. Kundschaft. Eine Lasagne möchte der haben, der gute Mann. Auf, beeilt euch mal. Okay, ich muss dann die Niederlassung gleich nochmal schließen. Dass man da immer so umständlich das Zeug alles... So, sie hat eine Pizza, ne? Gut, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind nun bereit, mit der Arbeit und der Entwicklung Ihres Restaurants zu beginnen. Wir haben Ihnen bereits $200 als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung auf Ihr Bankkonto überwiesen. Wahnsinn, mache ich das auch. Geld. So. Ich muss hier zumachen. Kommen immer mehr Leute. Pizza Carbonara. Sie haben unbezahlte Rechnungen. Bezahlen Sie pünktlich. Wenn Sie aktuellen Rechnungen nicht bezahlen, bevor die nächsten eintreffen, müssen Sie mit einer Geldstrafe rechnen. Elektrizität, Gas und Wasser. Ja, ist okay. Da hat der Lasagne, ne? Ah, er war's. So, er wartet noch. Bedienen Sie 20 Kunden. Was? Eine Pizza, 4 Käse. Der Obdachlose ist wütend. Kann ich das nicht gleich nehmen, irgendwie? Was war das denn bitte? Hat der jetzt was kaputt gemacht? War das Ihre Pizza? Da ist ein Dreck unter Ihnen. Hat er mir ein Fenster eingeschmissen? Ich muss das Ding schließen. Ort ist geschlossen. Bitte keine neuen Kunden mehr kommen. Pizza, 4 Käse. Bitteschön.
Kann ich jetzt die Tische drehen? Nein. Was hat der kaputt gemacht? Ist hier irgendwas kaputt? Hat doch ganz laut gescheppert. Habt ihr was runtergeworfen? Komisch. Hat er vielleicht außen so eine Fliesen kaputt gemacht? Mal sehen. Nee, hier sehe ich nichts. Oder hier am Klo irgendwas? Nee. Naja. So, die Gäste sind weg. 11% voll. Trinkgeld. Aber warum? Warum ruckelt und zuckelt denn das jetzt? Irgendwie bewegt sich das komisch. Oder ist es, weil ich die ganze Zeit zu schnell laufe? Oh nein, jetzt ist dieser... Doch, man sieht ihn auch. Okay. Aber weil es so hell ist, sieht man diesen Rahmen nur noch ganz schlecht. So ist, glaube ich, richtig. Ja. So, das hier auch drehen. Ist das richtig? Ja. So, das hier auch drehen. So, 1500. Dann können wir, glaube ich, noch mehr Tische kaufen. Und eigentlich hier eher so Holz, ne? Oder da, wo die Leute sitzen. Ist halt teuer. Egal, muss sein. Spiel gespeichert. Was ist denn jetzt los? Brennt's hier? Hör, was ist los? Hallo? Was passiert? Ergebnisse der Brandinspektion. Guten Tag, mein Name ist Inspektor Lewis und ich werde von Zeit zu Zeit Ihre Brandsicherheit überprüfen, denn die Sicherheit Ihrer Besucher steht an erster Stelle. Nach unseren Vorschriften müssen Sie mindestens 3 funktionierende Rauchmelder haben. Überprüfen Sie Ihre Rauchmelder regelmäßig, um einen Ausfall zu erkennen und rechtzeitig zu ersetzen. Das Ergebnis Ihrer Prüfung finden Sie unten. Viel Erfolg. Schließen, Enter. Wenn Sie nicht genug Geld haben, um das Bußgeld zu bezahlen, wird es später automatisch von Ihrem Konto abgebucht mit einer Gebühr von 20%. 5 von 5 Sternen. Guten Tag. Wie kann ich die prüfen? Kann die nur bewegen. Gut, ich wollte noch einen Tisch hinstellen.
Okay. Keine Ahnung, was da jetzt das Problem war. So, es ist 19:59 Uhr. Heute machen wir nicht mehr auf. Mehr Möbel. Klassik. Mit vier Plätzen. Aber es sitzen doch immer nur zwei dran, oder? Dann müssen wir die hier alle verkaufen. 130. So, was war jetzt hier? Müll entsorgen? Ja, mach mal. 350. Oh, wir haben nur 260 wieder zurückgekriegt. Das ist aber nicht schön. Nicht die Katze entsorgen, ja? Ach so, ist falsch rum. Hä, nein, ist richtig rum. Das andere ist schräg. Ah, z. Ich werde auch gleich zum Obdachlosen. So. Gut. Ja, okay, einmal richtig gemacht. Dann bleibt das tatsächlich auch so. So, und jetzt sollten wir mal wieder Geld einnehmen. Ah, ich mache noch mal einen. Hier vorm Klo. Naja, vorm Klo ist mies. So. Hier ist doch schön. Gut. So, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Ort ist geöffnet. Die Nachtschicht. Ich tu mal eben. Was war das? Katze, warst du das? Mit der Hake gestreichelt. Naja, hier scheint alles gut zu sein. Nachts um 11 kommen Kunden? Da kommt Kundschaft. Naja. Gut. Leute, geht gleich wieder los. Da kommt Kundschaft. Oh, Mr. Schickimicki. Was darf es für Sie sein? Eine Lasagne. Mitten in der Nacht. Klar, natürlich. Warum nicht? Nehmen Sie Platz. Ist das Ding überstrahlt hier? Ach, ich habe ja auch heller gemacht, ne? Vielleicht seht ihr doch genug. Wir machen mal auf 100. Ist vielleicht auch besser. Maussensibilität mache ich mal weniger. Obdachlose, Kakerlake, Ratten. Natürlich, alles. Wir wollen alles haben.
Ist immer noch so hell oder sogar noch heller. Guten Tag. Hä, wollen Sie hier arbeiten? Einen Moment. Ich muss ganz kurz dem Herrn hier seine Lasagne bringen, bitteschön. Hä? Oh, mit Zitronen, wow. So, für Sie auch eine Nachtlasagne, ja wunderbar. Zwei nächtliche Lasagnen. Boah, die ist immer noch so. Habe ich das nicht übernommen vielleicht? Doch, habe ich. Ist immer noch so krass überstrahlt hier. Ich glaube, das ist die Lampe. Ich glaube, ich verkaufe die wieder. Kommt schon wieder so eine Köchin. Guten Tag, was darf sein? Eine Pizza, vier Käse mitten in der Nacht. Naja, warum nicht? So. Tschüss. I. Na. So. Wer hatte... Sie hatten die Lasagne, ne? Ist die Katze drin? Trinkgeld dagelassen? $1. Okay. Ich komm schon. Pizza Margherita. Yep. Hier kommt die Pizza. Viel Käse. Kann das sein, dass da immer nur einer an den Tisch sitzt? Haben wir noch genug Zeug? In der Kühlkammer? Naja. Oh, hallo. Pizza Carbonara. Ja, natürlich. Da ist wieder eine gegangen. Trinkgeld dagelassen. Wunderbar. So, was haben wir hier? Die Pizza Carbonara. Bitteschön. Oh, so viel Trinkgeld. Pizza Country. So, ich muss mal kurz... den Obdachlosen verscheuchen. So, bitteschön. Die hat noch nicht, die wartet noch. Hey, Mann. $4, ja komm, hau ab. Weh, du machst mir was kaputt, du Affe. So. Geld. $11, wow. Der ist immer noch da. Mann. Nochmal eine Pizza Country. Hier. Oh, Bigfoot. Ich dachte, ich hätte Bigfoot gehört. Bitteschön. Hört man hier richtig geschäftiges Dingens. Und deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal eine Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier bei Cafe Owner Simulator. Bis dahin, macht's mir gut. Jetzt wird's gerade schon wieder stressig. Ja, bis dahin. Ciao.